Ich muss jetzt gerade Carsten erstmal kurz ein bisschen runterdrücken, der schwer. Nein. Nein, bei den Deutschen, bei der deutschen Mannschaft habe ich wirklich ziemlich gut getippt. Oh, ja. Okay, wir bist unsere Krake, ja. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal Maira ins Gebet nehmen, denn morgen. Guten Morgen, Maira. Guten Morgen. Uhr, schönen guten Morgen. Es gilt Public Viewing. Wir wollen bestes, trockenstes Wetter für das Spiel. Leider nicht. So verhalten? Warum bist du so verhalten? Ich bin hoffentlich nicht das Profi-Orakel, was das anbelangt. Ja, weil es gar nicht gut wird. Ach Mensch, Maira, jetzt, also wir freuen uns alle auf das Spiel. Ja, ich weiß. Aber weißt du was eigentlich genauso schlimm ist? Dass wir gerade uns in der Siebenschläferzeit befinden. Ja, wie das Wetter am Siebenschläfertag so noch 7 Wochen sein mag. Nein, es ist natürlich ein Zeitraum, aber auch dieser ist irgendwie nicht so besonders gut. Denn Schauer und Gewitter bleiben leider an der Tagesordnung. Heute liegt der Schwerpunkt im Osten und Süden. Guten Morgen. Hinter einer Kaltfront des Tiefs bei Island gelangt vorübergehend etwas kühlere Luft in unseren Westen und Norden. Dadurch wird die Luft dort zumindest stabilisiert, aber über unserem Osten und Süden ist weiterhin dagegen schwülwarme Gewitterluft wetteraktiv. Und somit wird es heute von der Ostsee bis zu den Alpen hinweg Niederschläge geben, die örtlich erneut auch kräftig ausfallen können. Gucken wir gleich mal hier auf die Niederschlagskarte. In der Westhälfte bleibt es dagegen heute nicht nur trocken, sondern von der Nordsee bis zum Rhein-Main-Gebiet und auch zum Neckar hin kommt heute die Sonne oft zum Zug. Und ja, wie gerade angesprochen, gelangt durch das Tief bei Island halt eben vorübergehend etwas kühlere Luft in unseren Westen und Norden. Ansonsten wird es wirklich im Osten und Süden erneut drückend schwül mit bis zu 30 Grad. Und am Samstag erreicht uns dann erneut ein Schwung heißer Luft und so geht es rauf auf wirklich unangenehm schwüle 35 Grad. Und dann kommen abends halt von Südwesten her kräftige Gewitter auf, die auf die geladene Luft über uns treffen und somit drohen vom Rhein bis nach Hessen und auch Nordrhein-Westfalen heftigste Unwetter durch Platzregen, Hagel und Sturmböen. Überregional können dann auch Überflutungen entstehen. Am Sonntag breiten sich die Unwetter dann in den Nordwesten aus und dann regnet es dort über Stunden hinweg sintflutartig. In der neuen Woche geht es dann zum Glück deutlich ruhiger, aber auch mit kühlerem Wetter weiter. Also. Ja, ich traue mich ja schon gar nicht wieder zurückzukommen an euren Tisch hier. Ja, also. Zu Recht, meinst du. Maira, das Wochenende steht vor der Tür. Ja, ich weiß. Du musst die Verantwortung dafür jetzt übernehmen. Mhm. Bei uns in der Redaktion. Wir sind alle so fröhlich eingestimmt auf das Spiel. Ich weiß. Man kann auch drinnen gucken. Ja. Danke, Maira.